Hallo Leute und willkommen zurück zu Enter Space 2 mit dem Schema Core. Ja, wir haben mittlerweile 166 Schläfer. Und ja, also einmal kriegen wir hier die ganzen Bonnie. Ja, also wenn wir hier über die Schwellen treten, dann kriegen wir jetzt hier zum Beispiel bei Horatio 30% von dessen Dust. Und 20% jeweils von den strategischen und den Luxusressourcen. Ja, da kriegen wir einiges. Und wir kriegen natürlich auch durch unsere Heldin im Heimatsystem. Von der Imane Griff. Diese Fähigkeit. Plus 1% das, Nahrung, Einfluss, Industrie und Forschung. Auf das System. Und das sehen wir dann hier. Plus 2020 Nahrung. Durch unsere Schläfer in Kombination mit unserer Heldin. 1904 Industrie. 1630 Dust. 1920 Forschung und 878 Einfluss pro Runde. Ja, das macht schon Laune, ne? Und ja, wir erforschen jetzt noch, dass wir Träger bauen können. Weil wir im Krieg mit Hisho, mit den Hisho sind. Die haben halt stärkere Schiffe, als wir sie haben. Okay. Wir machen nicht weiter. Wir ordnen das System noch als Ziel von neuen Schiffen zu. Da haben wir ja Refugien. Das geht wunderbar. Und hier bauen wir, schauen uns noch einmal die Flotte an. Muss ich upgraden. Wir haben einmal, zweimal, dreimal ein defensives Schiff drin und dann noch Antitarnung. Okay. Das heißt, wir bauen 9 Angriffsschiffe. Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Helm haben wir zugeordnet. Okay. Ja, mit der Flotte hier, wir graden nochmal ab. Wir haben extrem viel kinetische Waffen. Aber wegen der Raketenabwehr. Unsere Offensivschiffe haben auch Raketenabwehr dran. Ah, die haben auch Raketenabwehr. Ja gut, wenn die Gegner Raketen haben, dann haben sie überhaupt gar keine Chance. Das sieht ja schon verdächtig nach Raketen aus. Ja gut. Das ist jetzt sogar der perfekte Konter. Und das Heldenschiff hat leider nur 2 Hilfsmodule. Ich hätte gerne noch ein drittes, dann hätten wir hier den Flottenbeschleuniger eingebaut. Wir können natürlich auch hier den Flottenbeschleuniger einbauen. Und dann bei all unseren Schiffen
Können wir dann hier praktisch das ausbauen, haben da fast keinen Verlust. Ah. Also wir verlieren jetzt 4 Bewegungspunkte, wenn wir das ausbauen, haben aber durch den Flottenbeschleuniger 3 dazu bekommen. Also verlieren wir nur einen Bewegungspunkt. Und Truppen als Schemenkorps. Ja. Projektilschaden plus 20%. Das würde halt dann hier die Geschosse upgraden. Geschwader, weil ich flack aus. Ja, das bringt uns nichts, weil wir hier keine Geschwader dran haben. Wissenschaftsbonus pro getarnter Flotze. Wozu? Naja. Aber hier Bodenluftgeschosse. Sind wir viel schneller fertig mit einem Krieg, wenn die alle nochmal ein zusätzliches Bodenluftgeschoss an Bord haben. Und hier. Okay, mir das. So, nochmal ein Flottillenschild. Falls die Gegner mal Laserwaffen haben. Okay. Ja gut, dann machen wir es so. Und hier. Genau so. So. Upgraden. Ah, und die hatten vorher hatten die Bewegung von 10, jetzt haben sie Bewegung von 9. Und halt noch viel mehr Bodenluftgeschosse bzw. Schilde für die Flottillen als Upgrades mit an Bord. Hier schon willkommen. Upgraden, eine Runde warten. Und ja, weiter geht's. Macht der Akademie erhöht auf Stufe 6. Ja, da habe ich keine Angst. In letzter Zeit haben die Hacking-Operationen immer geklappt. War erfolgreich gehackt. Und schauen wir uns das nochmal an. Das ist nämlich das Heimatsystem der Wolters. Oh. Ich glaube, wir haben unseren Schläfer entdeckt. In Bani haben wir 2 Schläfer. Und in Auwa nicht. Hm. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Sind die darüber migriert? Ich weiß es nicht. Keine Erklärung. Auf jeden Fall können wir jetzt hier kein Refugium erstellen. Wir können aber ein Refugium in Bani erstellen, wenn wir dorthin hacken.
Ja, gut. Bestätigen. Tja. Das dauert nur eine Runde länger, von Orwa dann nach Barney zu kommen. Wir gehen hier mal den Weg, der für uns schon immer so erfolgreich war. Ah, das wird schon funktionieren. Schweiniger. Schweiniger. Okay. Alle Faking-Operationen laufen. Und wir haben ganz viele Schiffe gebaut. Für diese Flotte. So. Hier gehen wir dann genauso vor. Beschleuniger einbauen. Die Hyperion-Waffen durch Antimaterie-Waffen ersetzen. Und die Verteidigung noch upgraden. Dann haben wir das. Die Schiffe sind alle auf dem neuesten Stand. Oh, dann fliegen wir mal zum Hisho. So. Schlafen legen. Arnegriff schon auf Level 21. Oh, 15 Forschung. Okay. Zug beenden. So, jetzt können wir Träger bauen. Und wir haben eine neue Technologiestufe freigeschaltet. Können denn den Obelisken der Allraumzeit bauen. Plus 5. Das, Nahrung, Einfluss, Industrie und Forschung pro Bewohner auf Planeten. Handelswert um 50% steigern. Ja. Zivilschiffe plus eine Bewegung. Und wir haben alles einmal minimieren. Zwei zusätzliche Gesetzesplätze. Gesetz zum fairen Handel. Billiger Flotten. Zeugungsgesetz. Drei Bewegungspunkte auf Schiffe.
Senator Bob. Ja, wir machen das ja mal. Und dass unsere Schiffe schneller unterwegs sind. Wir haben ja sehr viel Einfluss. Die Symphonie. Da sind unsere Träger. Das mit dem Obelisken. Da bräuchten wir 125 Titan und 80 Adamantian und 40 Quadrinix. Adamantian. Quadrinix? Oder gibt es noch zwei? Na gut, dann müssen wir da noch ein bisschen warten. Und mit der Symphonie? Haben wir schon mal hier einen Modulmodifikator von 4. Mal alles ausbauen. Schwader zweimal. Wir machen hier einmal Bomber und einmal Verteidigungsschwader einbauen. Verteidigung. Waffen. Schwere Halterung. Schauen wir mal. Wir sind da jetzt bei 300 Angriff. Alles auf Projektil. Und dann sind wir jetzt, zack, bei 3693. Ja gut, dann haben wir hier noch zwei Hilfsmodule. Kann man hier natürlich wieder sagen, wo ein Luftgeschoss. Geschwader weicht flack aus, das geht natürlich dann auch. Jetzt haben wir ja Geschwader. Ah, noch eine Verteidigung. Design anwenden. Ja, wir nehmen aber erstmal die Verbindung hier weg und bauen nochmal einen Wirtschaftsdeviatar. Und hier, dass die Schiffe schneller an Erfahrung gewinnen. Dann haben wir ja ganz viel.
Haben wir gemacht. Dann Ceteria. Da haben wir zwei Schläfer. Das heißt, wir können dort ein Refugium erstellen. Aber wir nehmen so einen mittleren Planeten. Fertig. Und sagen hier, da sollen neue Leute entstehen. Und freuen wir uns schon mal auf die ganzen Schläfer. Okay. Dann, wenn wir schon mal beim Hacking waren. Oh. Ach krass, das wurde zurückverfolgt. Weil das im Wurmloch ist. Ja gut, dann müssen wir hier den Umweg gehen. Das sollte aber jetzt funktionieren. Ja, und dann haben wir ja hier... das Refugium. Dann gehen wir da weiter. Und Steiniger. Alle vier Operationen zugewiesen. Schalte als erster den dritten Bevölkerungsansammlungsmodus in deinem Imperium frei. Föderiertes Beschaffungsamt. Minus 25% auf das und Nachrüsten von strategischen Ressourcen. Ah, okay. Also wenn wir Schiffe aufwerten, dann kostet uns das weniger das und strategische Ressourcen. Aha. Da kämpfen wir auch schon. Ja, und Horatio könnte wirklich mal dann hier die Bodenschlacht beginnen. Ist ja gar nicht. Was haben die denn da? Ja, so wie immer. Einmal Raketen. Unsere Aufstellung steht auch schon. Ja, ist kein Problem. Fertig. Und nochmal. Okay. Ja, das wird das Schiff mit den Raketen. Ja, wir haben halt hier in der oberen... Oh. Wir haben kein Schiff verloren, aber das sollte eigentlich kein Strich sein, sondern ein... Ja, Note. Vielleicht hat der Automatismus das geändert, weil Note schon etwas angeschlagen war. Ja, gut. Dann haben wir hier na gut. Wir nehmen das mal mit dem schnellen Auffüllen der Flotte. Das
hohen Invasionstruppen angeht. Ah, aber langsam tut sich da was. Unsere Refugien sind aufgefüllt. Und dann geht auch wirklich mal was in den Vorrat. Okay. Hier bei den Piraten kriegen wir halt keine Truppen. Aber... aber die sind schon voll. Ah, die Leviathaner haben keine Truppen. Die anderen Flotten sind alle unterwegs. So. Aber hier bekommen wir dann Truppen. 728. Weil wir da ein Refugium haben. So, und hier werden wir auch angreifen. Und ja, das sind jetzt keine Piraten, sondern Hisho. Und die können sich auch zurückziehen. Werden sie, denke ich mal, noch machen. Ah, die setzen halt auf Raketen. Wir haben überall Raketenabwehr eingebaut, also. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ah, und setzen sich nicht mal zurück. Ah, das werden wir jetzt schön sehen. Ruhig zumindest. Also immer hier, wenn die Feuer explodieren, hat sich unsere Raketenabwehr bezahlt gemacht. Oh, unser Heldenschiff. Ja, Moralbonus. Da macht man dann mehr Schaden und Präzision steigt. Okay, ja, nichts verloren. Nur Heldenschiff wurde ein bisschen angekratzt. Ach, wir sind getarnt. Ja, das müssen wir natürlich rausnehmen. Ja, okay, das ist natürlich jetzt spannend. Also, das ist ja so gemischt, das gehört ja auch uns. Wir könnten entkolonisieren sagen. Dann könnten wir eine Bodeninvasion starten. Aber das machen wir nicht. Wir ziehen hier lieber weiter und dann... ja. Wir können aber hier unsere Schiffe reparieren. Wir können auch das hier als... Produktionsstätte definieren und dann oder als Ziel unserer Produktionsstätte und da schön einen Träger bauen. Der dann auch innerhalb einer Runde fertig ist. Zwei Träger.
Würde halt immer ein Träger würde für 6 Striche stehen. Einfach alleine von den Zahlen her würde sich das schon bezahlt machen. Ja, 6 mal 300, 1800. Und der Träger hat doppelt so viel Schaden. Ach, doppelt so viel Schaden. Okay. Ja, das ist natürlich ganz witzig, wenn man da bei den Gegnern, bei den Feinden schon ein Refugium hat, dann kann man da direkt produzieren. Ja, und hier geht's auch weiter. Okay, gut. Dann sehen wir das beim nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.